keine Entwarnung in der EHEC-Epidemie. Noch immer gibt es Neuerkrankungen. Und noch immer ist der Ursprung der lebensgefährlichen Bakterieninfektion unklar. Nur eins scheint bisher eindeutig. Das Zentrum der Krankheit ist immer noch um Hamburg in Norddeutschland. Betroffen sind allerdings bis zu 11 Mitgliedsländer. Laut Robert-Koch-Institut gibt es Hinweise für einen leichten Rückgang der Fallzahlen. Bundesweit werden bislang mindestens 22 Todesopfer gezählt. Mehr als 2200 Menschen sind erkrankt. Auf den Märkten in der deutschen Hauptstadt bleiben die Verbraucher bislang gelassen. Ja, weil es nicht bewiesen ist. Es ist ja noch nicht bewiesen. Es steht alles in der Luft. Und deswegen esse ich das. Spielt keine Rolle. Ich bin ja nicht krank geworden und alles okay. Also Angst ist zu viel gesagt, aber es fällt mir nicht schwer, einfach mal darauf zu verzichten im Moment. Aus gegebenem Anlass. Und obwohl ich denke, dass das Risiko einfach sehr gering ist, zu erkranken, weil wenn man sich anguckt, wie viele Leute im Straßenverkehr sterben oder Vergleichbares, dann ist die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle aufgrund von EHEC schon sehr, sehr gering. Die Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung aber hält an. So warnt auch die EU-Kommission vor vorschnellen Schlussfolgerungen zum möglichen Ursprung der EHEC-Epidemie. Der zunächst geäußerte Verdacht, spanische Gurken seien die Infektionsquelle, erhärtete sich nicht. Ebenso wenig wie die Vermutung, der gefährliche Darmkeim stamme von Sprossen eines niedersächsischen Erzeugers. Bislang konnten an den Keimlingen des Bienenbüttler Gartenbetriebs keine Spuren des Darmkeims gefunden werden. Auch nicht an den Sprossen der Firma, die ein Hamburger EHEC-Erkrankter nach seiner Genesung im Kühlschrank fand. Die EHEC-Krise und die Folgen für Landwirte sind auch Thema eines EU-Sondertreffens in Luxemburg. Es geht heute um die europäischen Lösungen, deshalb sitzen wir heute in Luxemburg gemeinsam mit den 27 Ländern. Es ist ein europäisches Problem und deshalb werden wir auch auf europäischer Ebene beraten. Die betroffenen Landwirte, die wegen der EHEC-Epidemie auf ihrem Gemüse sitzen bleiben, können mit Entschädigungen von insgesamt 150 Millionen Euro rechnen.